Heute ist Marco Deutschmann dabei. Sag mir mal bitte ganz kurz, wie zum Teufel kommt man in so jungen Jahren auf die Idee, Drogenkurier zu sein? Oh, das war gar keine Idee wie Idee, das ist einfach so passiert. Also ich war mitten im Geschehen hier in Stuttgart, damals 2006, WM-Fieber. In welcher Bar war das? Das war auf dem Schillerplatz. Ja? VfB-Restaurant. Okay, krass. Da habe ich gekellnert. Und dort habe ich viele Menschen kennengelernt und da hat mich halt eben dann auch einer angesprochen zum Thema Reiseleiter. Aber wie kam das? Ich hab das gesehen in dem Interview und ich wollte, also wie kann ich mir das vorstellen? Also du läufst dann rum, kellnerst und dann sitzt einer am Tisch. Ja. Und der sagt, ey, Moment mal. Fast. So, hey, hier ist der Vertrag. Nein, so ist es nicht. Sondern der hat es natürlich schon clever gemacht. Das war halt jemand, der kam, meistens zur Mittagszeit, unter der Woche, da ist es eher ruhiger. Mhm. Dann kam er halt, hat sich hingesetzt und war einfach ein netter Typ. Man kommt dann automatisch ins Gespräch, spätestens wenn jemand 2-3 Mal schon da war. Okay, der war mehrmals da. Der war mehrmals da. Und dadurch, dass er mehrmals da war, kam ich immer mehr ins Gespräch. Wir haben über alles Smalltalk geredet. Und so hat er halt schon eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Und das war quasi schon der Beginn vom Ende. Ganz einfach. Und der hat dich gefragt, ob du Reiseleiter werden willst. Genau, das war der Aufhänger. Er hat gesagt, er sei selbst Reiseleiter. Mhm. Er fliegt immer nach Brasilien und zeigt den Menschen vor Ort das Land. Mhm. Und ob ich mir sowas auch vorstellen kann. Und hat natürlich noch ein bisschen Honig im Mund geschmiert. Nach dem Motto, Marco, ich sehe, du kannst hier gut Englisch mit den Leuten reden, mit Internationalen kommst du gut zurecht. Du bist ein lustiger, quirliger Typ. Du könnt mich richtig gut dich vorstellen dort, den Leuten. Der Malle-Animateur. Genau, ja, fast so in die Richtung. Und das hat mir sehr gefallen. Er meinte so, ja, dann bist du frei, kannst die Welt anschauen. Und das war der Punkt. Würdest du retrospektiv sagen, dass er da gezielt gesucht hat nach jemandem wie dir? Ich weiß nicht, ob er losgegangen ist und jemanden so gesucht hat. Aha. Auf jeden Fall hat er die Chance gewittert. Ah, okay. Also er hat mich quasi wahrgenommen und hat gleich geschnallt, das kann so jemand sein. Genau so jemand ist. Warum hat er dich ausgesucht? Weil ich durch alle Raster falle. Ja? Also man sagt immer so, ich sehe aus wie so der Schwiegersohn, also nicht wie der Drogenkurier. Na, ich bin sehr echt auch ein bisschen so wie so ein Togo, wie so ein Paralleluniversum, so ein Togo-Moderator, der auf einmal Drogenkurier geworden ist. Danke fürs Kompliment. Nein, du siehst super, also du siehst halt super unschuldig aus. Also wenn ich mir Drogenkurier vorstelle, denke ich mir so einen abgefuckten, also, ja. Genau, und ich glaube, das war tatsächlich der Punkt, warum ich so toll ins Raster gepasst habe. Auch und dann meinst du, okay, der ist einfach perfekt, genau. Krass. Ja. Und ich will es auch nicht anders machen. Du bist halt unauffällig, verdammte Scheiße. Gut. Nee, also es ist krass. Es ist wirklich krass. Und dann saßst du da und hat er gesagt, willst du Reiseleiter werden? Wie ging es dann weiter? Hast du irgendwann gesagt, scheiß drauf, komm, ich bin Reiseleiter, ich will jetzt die Welt sehen. Ich will nach Brasilien, ich will... Ja, das war dann tatsächlich so. Er meinte dann so, okay, dann lass uns doch mal treffen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir uns in Bad Cannstatt in einem Café getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es war damals ein Internetcafé. Das gibt es heute ja wahrscheinlich nicht mehr. Gab es da tatsächlich noch. Und dann waren wir da und dann saßen wir an so einem Tisch. Und ich erinnere mich gut, dass er dann irgendwann meinte, so, ja, Marco, ist nicht so ganz Reiseleiter. Ich so, aha, okay. Ja, und er so, das ist mehr so, du nimmst einen Koffer mit, trägst ihn von A nach B. Und tauschst den Koffer, machst dir 10, 14 Tage schönen Urlaub und kriegst am Ende ein Batzen Geld. Und bevor ich jetzt überlegen konnte, kam schon die Beschwichtigung. Was war die Beschwichtigung? Mach dir keine Sorgen. Polizei ist bezahlt, Richter ist bezahlt, Staatsanwalt ist bezahlt, Anwalt ist bezahlt, wir kommen und holen dich raus. Und ich mache das schon seit 16 Jahren. Beim ersten Mal fliege ich sogar mit. Und das hat mir dann. Ist so er mitgeflogen beim ersten Mal? Der ist tatsächlich mitgeflogen, das stimmt. Aber ohne den Koffer? Nee, schon mit Koffer, halt hin, leer. Aha. Zurück nicht. Zurück bin ich dann alleine geflogen. Also hin ist er geflogen. Achso, du hast den Koffer dann nur zurückgebracht? Genau, richtig. Also den Koffer muss man mal hier kaufen, im Bräuningerland. Aha. Also hier im Bräuninger haben wir den Koffer am Rathausplatz. Den gab es halt nur hier in Deutschland, nicht in Brasilien. Deswegen haben wir die quasi importiert. Und der ist wirklich beim ersten Mal mitgeflogen, nur nicht zurück. Da bin ich dann alleine geflogen. Ja. Verrückt. Aber wie alt warst du da? 23. 23. Und wie alt war der Reiseleiter? Reiseleiter. Gute Frage. Ich muss ihn schätzen. Ich tippe mal damals, wie alt würde er gewesen sein? Ich war 30. Mindestens Ende 30, würde ich sagen. Wenn nicht sogar schon Anfang 40. Aber was ich jetzt interessant finde, ist, wie hat diese Beschwichtigung stattgefunden? Weil
ich stelle mir jetzt, also von außen ist immer ganz einfach, ne, so zu urteilen und irgendwie eine bessere Meinung zu haben und so, aber ich versuche mich da mal hineinzuversetzen. Also erstmal klar, so dann ist da irgendjemand Nettes, zu dem man so einen Bond hat und dann ist der wahrscheinlich das erste Mal da und macht so ein paar Andeutungen. Ist jetzt nicht ganz Reiseleiter, da ist so ein Koffer. Der wird jetzt nicht gesagt haben, also in dem Koffer ist jetzt die Droge, so und so vieles drin, sondern wird sagen, genau, eben ist nur ein Koffer, wird wahrscheinlich nur angedeutet haben. Richtig, er hat so gesagt, na, nicht ganz so, sondern noch viel subtiler. Ja, ja. Er meint dann so, es ist klar, dass im Koffer kein kalter Kaffee ist. Fertig. Das war's. Und das war der Fehler. Als er das gesagt hat. Du hast nicht nachgefragt. Genau. Ich habe nicht nachgefragt. Du hast gesagt, der ist schon. Wird nicht so schlimm sein, weil der wird kein Arschloch sein. Genau. Der denkt schon an mich. Ja. Der wird vertrauenswürdig. Richtig, und ich habe die Konsequenzen null auf dem Schirm gehabt. Also 0,0. Und der kennt dich auch schon gut genug so mittlerweile. Der war ja bestimmt schon 20, 30 Mal da, weil das WM-Weindorf ging ja über 30 Tage. Der kam ja da fast jeden Tag dann, also man kannte sich ja schon. Wie hat er dein Vertrauen gewonnen? Wie hat er es geschafft, dass er so vertrauenswürdig gewirkt hat? Mhm. Ja, also kurze kleine Parallele von mir. Ich habe selber zweimal, meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater ist kein Kontakt zu dem, komme auch nicht wirklich klar mit dem, hat sehr viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Und deswegen war es zum Beispiel für mich immer sehr einfach, wenn auf einmal ein Mann da war, der älter ist, der so ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlt, der nett ist, der so ein bisschen diese Vaterfigur da ist, die einem Wärme gibt, wie auch immer. Das war bei mir persönlich das. Und dann hatte ich zweimal solche Sachen, wo ich auf eine andere Art und Weise verarscht worden bin. Ja? Mhm. Auch sehr verheerend. Nicht so, aber ähnlich. Und auch schlimm. Ich will es jetzt nicht vergleichen mit deiner Situation, aber was ich... Weil vielleicht auch hier viele Leute da sitzen, die auf eine ähnliche Art und Weise manipulierbar sind, finde ich spannend. Was genau hat diese Person in dir irgendwie gesehen oder entdeckt und gefunden, dass sie dich manipuliert hat, mehr oder weniger? Oh, das war ganz einfach. Ja? Ja, wirklich, das war sehr einfach. Denn wofür man mich immer gewinnen kann, ich liebe dieses Jet-Setter-Leben. Also da arbeite ich auch hin. Mhm. Das ist ja genau das, was ich auch normalerweise, wenn wir nicht diese Maßnahmen haben, auch lebe. Mhm. Ich bin ja mehr in Hotels als zu Hause. Mhm. Und genau das hat er angetriggert. Nach dem Motto, das hat er rausgekriegt, hat gemerkt, so, ja, Marco, weißt du, dann bist du in Brasilien und dann kannst du ja die Städte wechseln und dann sieht das. Er seine Augen, wie genau, leuchten. Hat er gesehen, wie ich dann leuchte, oh, weil mein Traum ist, raus aus Deutschland zu gehen und die Welt zu sehen. Und das hat er gemerkt und hat es getriggert und hat gesagt, ja, alles klar, da packe ich dich, Junge, und zieh ich mit. Weil das war mir, sag ich dir ehrlich, nicht ganz klar, weil als ich ein Interview gesehen habe bei Hyperbowl, war ich erstmal so, diese Naivität kaufe ich dem nicht ab. Ja? Doch. Aber ich kann die teilweise nachvollziehen. Und jetzt bist du mit diesem Koffer da beim Bräuninger Land. Du kaufst den, du weißt, irgendwas ist nicht koscher. Wie war dein Puls, als du, beziehungsweise du bist mit dem Koffer in Brasilien? Ich glaube, mein Puls war ganz normal bei 59, wie meistens. Die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht 100% die ganze Zeit. Überwiegend total relaxed, weil in meiner Welt habe ich tatsächlich nichts Böses gemacht. Ich habe das zu 100% ausgeblendet. Zu 100%. Im Gegenteil, ich habe es ja ein paar Mal gemacht und habe mich dann schon ein bisschen so wie James Bond gefühlt. Ja? Welche Rolle hat der Jet Set Lifestyle gespielt und welche Rolle hat dieser Kerl gespielt? War das auch eine Rolle, also so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du hast irgendjemanden, den du sympathisch findest, tust du auch einen Gefallen? Oder war es einfach, ey, der hätte jetzt auch x-beliebiger sein können? Und ja, also x-beliebiger will ich nicht sagen, weil definitiv war natürlich der Sympathiebonus der Zugang zu mir. Also der war einfach, der war cool. Der war von seiner Art her cool. Der hatte coole Geschichten auf Lager. Der war nett zu mir. Der war wie so ein großer Bruder fast schon. Der war so eine Mischung aus großer Bruder, Vaterfigur, so in der Art. Okay. Und da hat er natürlich einen sehr sympathischen Zugang zu mir gefunden, was die Grundlage war, dass ich ihm überhaupt zugehört habe. Dass du ihm auch vertraust wahrscheinlich. Genau. Hast du kein Mal davor dann gedacht, irgendwas ist fishy? Nee, beim ersten Mal überhaupt nicht, nein. Was war dann beim ersten Mal mit dem Koffer? Du hast ihm den dann gegeben? Du meinst bei der Abgabe? Mhm. Also als du kurz bevor du zurück bist nach Deutschland, das erste Mal was geschmuggelt hast, beziehungsweise Kurier warst. Du wusstest ja eigentlich gar nicht. Genau. Da bin ich ich bin immer zwischen Barcelona und Madrid. Ich glaube, das erste Mal war Barcelona. Mhm. Und da bin ich dann angekommen, war im Hotel, Novotel war das. Und klopf, klopf, Türe auf. Dann stand er da mit noch zwei irgendwelchen, ich würde sagen, Indigos. So sahen die ziemlich aus. Die haben über beide Ohren gestrahlt. Heute weiß ich, warum. Kam mir ein bisschen koscher vor. Egal. Weil die wussten, die haben jemanden gefunden, der... Ja, richtig, genau. Ne? Ich weiß ja heute, was das für einen Wert hat und alles. Dann ist was hat das für einen Wert? Naja, damals war ja ein Gramm,
hatte 100 Euro an Wert. Mhm. Und das Kilo war ungefähr zwischen 25 und 1000. Bei dem Reinheitsgrad kann man davon ausgehen, dass man es locker 5-mal strecken kann. Mhm. Und da waren wahrscheinlich 4 Kilo drin. Mhm. Kann man sich das ausrechnen, wie viel Geld das ist? Schnell 2 Millionen. Aber gestreckter Straßenwert. Gestreckter Straßenwert. Was denkst du, was haben die damit verdient? Bevor es... Das ist natürlich die Frage, ob die es direkt auf die Straße geschickt haben oder ob sie es weiterverkauft haben. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das werden die situativ entschieden haben, weil es ja auch eine Risikoabwägung ist. Also mal irgendwo würdest du sagen, zwischen 100.000 Minimum bis 2 Millionen Straßenwert. Ja, 100.000 ist noch zu wenig. Weil wenn wir von 4 Kilo ausgehen und wir sagen, die verkaufen es für, ja gut, 25.000 wären dann 100.000. Ja. Also wenn das jetzt mal, wenn die so einen guten Paketpreis, wenn die einen Großabnehmer haben in Deutschland. 100.000 ist wirklich das Mindeste. Ja, nee, das ist klar. Wirklich das Mindeste. Das ist okay. Also die haben auf jeden Fall mal eine dicke, fette Menge Geld gemacht. Und du hast beim ersten Mal, was hast du bekommen? Ich habe bekommen, die Regel war immer 10.000 minus Spesen. Und da der vorgestreckt hat, habe ich, glaube ich, noch irgendwas mit 6.000 bekommen.